Vielleicht würde dir eine Massage ganz gut tun, dass du den ganzen Stress mal los wirst. Ja, könnte sein, dass mir das gut tut. Naja, sie hat sich als Ärztin ausgegeben und die Nachrichten besagen, dass die Großstadtkillerin immer noch nicht gefasst ist. Was? Gruselig. Es gibt doch kranke Leute in Deutschland, aber ich glaube, die ist bestimmt schon im Ausland. Was geht eigentlich mit Nelson? Ganz ehrlich, er wird den Abschluss nicht schaffen, wenn er weiterhin Sechsen schreibt. Wie Sechsen? In welchen Fächern hat er denn eine Sechs? In jedem Fach. Du verarschst mich, oder? Wenn ich es dir doch sage, 666, und ich meine damit nicht die Zahl des Teufels. Aber warum lernt er nicht? Keine Ahnung, er ist super faul geworden, wird jeden Tag fetter. Ich weiß nicht, was er den ganzen Tag so macht. Du musst endlich deinen Arsch hochkriegen, Digga. Krieg ich doch. Tata. Du weißt genau, was er meint. Du musst dich endlich um deine Zukunft kümmern. Sonst endest du wie Onkel Phil. Dein Onkel Phil? Der ist doch Multimillionär. Oh, ich meinte, du endest wie meine Tante Lori. Deine Tante Lori? Der gehört doch die ganze Burger King-Kette. Was er sagen will, ist, dass es passieren kann, dass aus dir nichts wird. Okay, damn. Ihr wollt wirklich sagen, dass aus mir nichts werden könnte? Leute, überlegt doch mal, ich bin ein Genie. Wer hat rausgefunden, dass wenn man seinen Kiefer ausrenkt, man mehr Pringles in seinen Mund bekommt? Warst du das? Warst du das? Nein, das war ich! Jetzt halt dein Maul, wir sind deine besten Freunde und wir wollen dir helfen. Was wollt ihr? Dir helfen. Und deswegen haben wir jemanden organisiert, der wird dir einen Tag unter die Arme greifen. Eine Nachhilfe für deinen gesamten Lebensstil. Och Gott, wahrscheinlich irgendein alter Sack, der den ganzen Tag Kreuzworträtsel löst. Hagebuttentischler, so einer? Nein, es ist eine Frau. Eine was? Also du hast noch nie wirklich Sport gemacht? Ich habe doch gerade gesagt, dass ich 7 Jahre geboxt habe. Das war auf deiner Playstation. Ja, und meine Daumen waren danach immer total taub. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Du denkst, ich schaff's nicht, ein paar Meter zu laufen? Habe ich nicht gesagt. Ja, ich bin nämlich der Usain Bolt unter den ganzen Schwarzen. Mhm, alles klar. Ja, dann let's go. 1, 2, 3. Wie majestätisch. Ja, so anmutig. Ich bin eine Brücke aus Stahl, die unzerstörbar ist. Du wirkst mehr wie eine Brücke aus Butter, die in der Sonne schmilzt. Ich bin aber aus Stahl. Was? Nur Sechsen? Wie geht denn sowas? Ich war wohl etwas nachlässig. Du musst dir echt mehr Mühe geben. Es ist nicht schlimm, dass du keinen Großen hast. Wirklich nicht? Ja, nicht jeder hat einen großen Willen zu lernen. Ach, einen Willen. Was? Nichts, schon okay. Ich erkläre dir diese Matheaufgabe nochmal. Du musst den Satz des Pythagoras richtig anwenden. Nice. Ich habe keine Fotos von dem Hintern gemacht. Von meinem was? Hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass mein Hund auf Kommando furzen kann? Nee, hast du nicht. Das macht. Siehst du? Krass. Aber du hast doch gar kein Kommando gegeben. Das ist es ja. Er kann das mittlerweile schon ohne Kommando. Ach, das macht doch gar keinen Sinn. Hat dein Hund Blähungen oder was? Das war nicht mein Hund, das war ich. Sorry. Also ich habe heute Morgen 2 Pfund getrocknete Pflaumen gegessen. So ein Dreck. Warum denken alle, ich krieg mein Leben nicht in den Griff? Ich bin der verdammte Son Goku unter den ganzen Dragon Balls. Macht das Sinn? Weiß ich jetzt nicht, aber jetzt habe ich noch diese Alte an der Backe, die einfach nur anstrengend. Hey! Vielleicht würde dir eine Massage ganz gut tun, dass du den ganzen Stress mal los wirst. Ja, könnte sein, dass mir das gut tut. Ja, dann leg dich doch mal auf den Bauch. Da sag ich doch nicht nein. Klar, gerne. Die zarten Hände werden deine Verspannungen gut lösen. Oh, darauf wette ich, die werden nicht nur die Verspannung lösen. Was? Nichts. Bist du bereit? Ich bin bereit geboren. José. José, heißt das sowas wie Ganzkörpermassage, oder was? So eine spanische Sprache. Au, au! Spürst du das? Au!
ich spür das, wer bist du? Spürst du das? Ich spür das, wer bist du? Ich bin José. José, glaubst du an Hexen? Wenn ich an meine Ex denke, schon, aber... Warte mal ganz kurz, mein Handy klingelt. Die Nachhilfelehrerin schreibt, es tut ihr leid, dass sie sich erst jetzt meldet und dass sie nicht kommen konnte, weil sie einen Unfall hatte. Ja, warte mal, wenn sie das schreibt, wer ist denn gerade bei Nelson? Naja, sie hat sich als Ärztin ausgegeben und die Nachrichten besagen, dass die Großstadtkillerin immer noch nicht gefasst ist. Was? Okay, das ist gruselig. Aber die ist bestimmt schon im Ausland, oder? Kann sein. Die Großstadtkillerin! Nelson, Bro! Was ist denn los? Ja, was ist los? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Oh mein Gott! Was träume ich für Sachen? Aber das Mädel war echt nice! Das war echt nice! Aber warum träume ich immer so einen Mist? Mein Gott! Hola, Chico! Seid wieder eine Massage. Das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Martha, vielen Dank an Dennis, vielen Dank an Petrox. Sehr wichtig, ihr müsst allen auf Instagram folgen. Ich habe Marthas Instagram unten verlinkt, Dennis Instagram verlinkt, Petrox Instagram verlinkt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Möchte von euch noch jemand was sagen? Ja, ich habe auch TikTok. Ja, hat sich Spaß gemacht, Martha. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr schön. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bester Mann, ich liebe ihn. Er ist der Krasse. Nicht jeder hat einen Großen. Ist nicht schlimm, dass du keinen Großen hast. Oh. Ist nicht schlimm. Ach, ich bin so ein dummes Stück. Nee. Ich bin eine Brücke aus Stahl. Ach so, oh. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, da kommt noch was. Ja, ja, die unzerstörbar. Okay, noch einmal. Was? Okay, jetzt, okay, let's go. Was? Gruselig. Was? Gruselig, aber es gibt doch kranke Leute in Deutschland, ne? Stell dir mal vor. Okay. Ganz kurz. Die Nachhilfelehrerin schreibt, es tut mir ihr leid, dass sie sich erst jetzt meldet. Komm schnell. Ey, die Nachhilfelehrerin schreibt, es tut ihr leid. Okay. Ja, was ist los? Nochmal, ich hab mich aufgenommen. Scheiße, nochmal, ich hab mich aufgenommen. Wirklich? Was? Schwörst du? Nein, das ist doch nicht so Auto. Ganz halt so auch faulmäßig und du bist. Also du hast noch nie wirklich Sport gemacht. Machst du die... Dennis, kannst du ganz kurz die Tür zumachen und damit an die... Step on the land.